ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute gibt es mal wieder Horse Riding Tales und es ist so ziemlich was ganz anderes, was es sonst noch nie auf meinem Kanal gegeben hat. Und ja, das liegt nicht daran an, weil das Video halt einfach kurz ist oder so, nein, sondern ihr habt es im Titel bereits gelesen, ich mache ein Giveaway. Ja, das ist ja jetzt möglich, seitdem das neue Update sozusagen da ist. Man kann ja jetzt diese Geschenke machen. Bei Mystical Whistles, also generell bei allen Whistles und bei halt Petboxen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn es schon so eine Gelegenheit gibt, müssen wir das doch mal machen. Und darum würde ich sagen, gibt es halt jetzt wirklich einfach ein Giveaway. Und für die, die halt nicht wissen, was das ist, ihr könnt bei mir eine Mystical Petbox gewinnen. So einfach ist das eigentlich. Hier gibt es ja jetzt diese Gift im Dinger hier da. Und ja, es ist eigentlich ganz einfach, wie ihr mitmachen könnt. Ihr könnt jetzt einfach unter diesem Video einen Kommentar schreiben, in dem ihr einfach euren HRT-Namen mit Zahlen hinschreibt. Wenn ihr ohne Zahlen habt, dann kann ich euch logischerweise kein Geschenk oder so irgendwas schicken. Also achtet bitte darauf, dass alles richtig geschrieben ist. Und ja, das ist eigentlich alles, was ihr tun müsst, um eine Mystical Petbox zu gewinnen. Das Ding ist halt, dass es nur einen Gewinner gibt. Also ist es wahrscheinlich ein bisschen schwer, aber es wird auf jeden Fall nicht die letzte Giveaway-Aktion von mir sein. So viel ich weiß, weil es macht mir echt Spaß, solche Sachen zu machen. Und ich glaube euch auch, darum auf jeden Fall nicht traurig sein, ne? Würde ich sagen, viel Glück euch allen und ja, wie gesagt, einfach einen Kommentar schreiben mit eurem HRT-Namen und die Zahlen drauf. Dann wünsche ich euch ganz viel Glück beim Mitmachen. Der Gewinner wird in den nächsten Tagen dann mal bekannt gegeben. Das wird natürlich in einem Video sein, damit ihr auch nicht denkt, dass ich da irgendwie am Ende gar nichts versende oder sowas. Das wäre natürlich komplett unfair. Und ja, dann viel Glück beim Mitmachen. Ciao, Leute!